Wer streut, der rutscht nicht. Oder ein anderes Beispiel, nicht alle Eier in den gleichen Korb legen. Ja? Heute bei der Edelmetallstrategie, dieses Audio-Only-Tape, will ich mit dir über Diversifikation sprechen, nämlich wie erhöht die sinnvolle Aufteilung deiner Vermögenswerte deine Sicherheit. Hör dir dieses Video bis zum Schluss an, denn ich will dir konkrete Handlungsideen mitgeben, wo du überprüfen kannst, habe ich das bereits gemacht? Oder sind vielleicht neue Aspekte dabei, die ich vielleicht mal überdenken könnte? Was ich vielleicht integriere in meine bisherige Anlage, die bestimmt schon gut ist, aber vielleicht habe ich noch ein, zwei Punkte für dich dabei, um deine Sicherheitsfaktoren noch etwas zu heben. In der Anlage haben wir drei verschiedene Bereiche. Können wir in drei verschiedene Silos uns vorstellen, nämlich die kurzfristigen Anlagen, die mittelfristigen und die langfristigen Anlagen. Die lang- und mittelfristigen sind wirklich, ich sag mal, 5 Jahre bis 30 Jahre. Das ist wirklich zum Kapitalaufbau, Kapitalschutz. Einfach, sag mal, für dein Alter. Dass du im Alter in Urlaub fahren kannst, dass du ich sag mal, ein vernünftiges Leben im Alter hast, wenn du sagst, okay, ich vertraue der staatlichen Rente nicht mehr. Für das ist die mittel- und langfristige Anlage gut. Die mittelfristige ist zum Beispiel auch, wenn du weißt, in 2, 3, 5 Jahren muss ich vielleicht mal das Haus renovieren. Dafür ist zum Beispiel die mittelfristige Anlage gedacht. Beginnen wir aber bei der ersten. Und das ist der Liquiditätspuffer. Das erste Silo, das wir uns anschauen, wo du jetzt einfach mal ein paar Hinweise von mir bekommst, ist die kurzfristigen Anlagen. Das ist das Geld, was du auf dem Konto zum Beispiel hast, dein Bargeld. Das ist das Geld, was du wirklich für den Konsum benötigst, für deinen Lebensunterhalt benötigst. Weil es ist doch so, wenn du jetzt 3.000, 4.000, 5.000 Euro netto verdienst und das Geld bei dir auf dem Konto ankommt, dann ist es ja nicht so, dass du das komplette Geld nimmst und in irgendwelche ETFs parkst oder Edelmetalle, sondern du zahlst von diesem Geld deine Miete, dein Auto, deine Familie, alles, was dazu gehört. Und das ist das sind die liquiden Mittel, die du einfach brauchst. Jetzt macht es ja auch keinen Sinn, wenn alles verkonsumiert ist, also sagen wir, du hast jetzt, ich sag mal, 4.000 Euro netto und hast Konsumausgaben mit Miete, Auto, Familie von, sag mal, 2.000 Euro. Macht ja jetzt auch keinen Sinn, jeden einzelnen Cent, der wo darüber hinausgeht, jetzt sofort in langfristige Anlagen zu investieren. Warum? Ja, was passiert denn, wenn du zum Beispiel arbeitslos wirst? Was ist denn, wenn du eine größere Anschaffung brauchst, eine größere Autoreparatur? Dann müsstest du ja diese langfristigen oder mittelfristigen Anlagewerte, im Optimalfall sind es Sachanlagen, verkaufen. Aber gerade bei den mittel- und langfristigen Anlagewerten, also den Sachwerten, kann es ja immer mal kommen, was ganz normal ist, dass die Kurse vielleicht zurückgehen. Und dann müsstest du verkaufen mit Verlust. Also überhaupt nicht optimal, spricht ja überhaupt nicht gegen Sachanlagen, nur Sachanlagen sollte man wirklich über einen längeren Zeithorizont haben, weil über die lange Frist sich nach die ETFs, Aktien, auch Immobilien, Oldtimer oder Edelmetalle super entwickeln. So, jetzt ist die Frage, wie können wir die kurzfristigen liquiden Mittel noch besser schützen? Warum solltest du sie schützen? Es ist so, dass es kein Horrorszenario ist, ein Zukunftsszenario, dass Banken pleite gehen. Und dass dein Geld dann möglicherweise erstmal vielleicht für ein paar Wochen sogar überhaupt nicht verfügbar ist. Weil so ein Einlagensicherungsfonds, haben auch schon Videos dazu gemacht, ist erstens die Frage, ob der überhaupt dann noch greift, also ob da überhaupt noch Geld da ist. Und die zweite Frage ist, wann bekommst du das Geld dann, ja? Wenn du deine Miete bezahlen musst und die Bank gerade saniert und abgewickelt wird, kann das vielleicht dauern, bis du dein Geld bekommst. Deshalb macht es keinen Sinn, alles auf eine Bank zu setzen. Und hier jetzt hat eine konkrete Handlungsoption oder drei, vier Handlungsoptionen, die du dir überlegen kannst. Das sind die, die bei vielen Kunden von uns zu mehr Sicherheit führen. Was sind das? Erstens, haben eine regional strukturierte Sparkasse, Volksbank. Die sind einfach auch von den Absicherungen wesentlich besser aufgestellt als irgendwelche Großbanken. Ja? Das heißt, die haben trotzdem nicht einen hundertprozentigen Schutz. Ich würde auch nie einer Sparkasse extrem viel Geld anvertrauen,
gerade in der jetzigen Phase, nicht weil die schlecht sind, sondern weil die Marktrisiken so groß sind. Da kann jetzt nicht mal die Sparkasse was dafür, dass die einen scheiß Job machen, sondern es ist einfach ein riesengroßes Marktrisiko, gerade durch Kreditausfälle im Markt, was einfach auch dazu führen kann, dass dein Sparkassenkonto möglicherweise in ein paar Jahren nicht mehr das wert ist, was es jetzt wert ist. Also grundsätzlich Sparkassen als solide Basis oder Volksbanken halten wir für durchaus sinnvoll. Das nächste ist eine zweite Bank. Und das ist etwas, was total logisch ist, was aber kaum jemand macht. Also ganz viele Leute haben wirklich nur ein Bankkonto. Jetzt wirst du sagen, ja, wie kann man so blöd sein? Also ich kann das schon verstehen, wenn du sagst, ja, wie kann man so blöd sein? Nur die Realität ist eine andere. Die Commerzialbank in Mattersburg, die pleite gegangen ist 2020, da gab es zwei, drei große Firmen, zum Beispiel auch ein Energieversorger, die hatten nur ein Bankkonto und das war bei der Commerzialbank in Mattersburg. Und dieses Geld, alles was über 100.000 Euro rausgegangen ist, war weg. Ebenso bei der Greensill Bank, die 2021 pleite gegangen ist, gab es Kommunen, die dort 300 Millionen Euro gelagert hatten und das waren die einzigen oder das war wirklich der größte Klumpen einfach auf einem Bankkonto oder bei einer Bank. Also einfacher Schritt, eröffne irgendwo ein zweites Bankkonto und verteile deine Vermögenswerte. Dritter Punkt ist, wenn es zum Bankencrash kommt oder was weiß ich, wieder neue Feiertage von der Bundesregierung hat beschlossen werden und du vielleicht an die Bank nicht mehr hinkommst, was ja alles schon gegeben hat, Zypern, Griechenland, Großbritannien, da wo du einfach nicht an dein Bankkonto hingekommen bist, wo die Bankautomaten nur gewisse Freigrenze von ein paar hundert Euro gehabt haben. In Griechenland und Zypern waren es, glaube ich, sogar nur 50 Euro, was du abheben konntest. Also hier siehst du, das ist ein Risiko, das gegeben ist. Wie realistisch, weiß man nicht. Aber hier ganz klare Empfehlung, halte auch Bargeld. Und in einer Welt, die immer mehr in Kreditkarten und Kartenzahlung abdriftet oder Apple Pay und sonst was, ist es natürlich bequem, kein Bargeld zu halten. Aber ein Viertel deiner kurzfristigen Liquidität im Bar daheim zu halten, macht auf jeden Fall Sinn. Das ist einfach wieder ein zusätzlicher Streuungs- und Sicherheitsfaktor. Und der letzte Punkt, das ist, was viele unserer Kunden überhaupt nicht auf dem Schirm haben, such dir doch eine Bank, die nicht gesichert ist durch den Einlagensicherungsfonds. Hä? Komisch, oder? Naja, der Einlagensicherungsfonds ist ja letztendlich das Verkaufsargument unserer deutschen Banken. Alles ist gesichert, weil es gibt ja den Einlagensicherungsfonds. Wie du weißt, der Einlagensicherungsfonds, der ist wie ein Glas Wasser in der Wüste. Also, da ist kaum Geld drin, das ist ein Topf und wenn der Topf leer ist, ist er leer. Stattdessen überlegt er doch vielleicht mal ein Geld, kurzfristige Anlagen, hier gelten auch mittelfristige Anlagen, auf ein Bankkonto zu tun, das keinen Einlagensicherungsfonds hat, sondern vielleicht einen Staatsschutz, eine Staatsgarantie. Wie ist das möglich? Zum Beispiel beim Schweizer Bankkonto, bei der richtigen Bank, da hast du einen Staatsschutz oder eine Staatsgarantie des Kantons drauf. 100%. Und zusätzlich kannst du dir überlegen, ob du dieses Geld dort in Euro hältst oder vielleicht sogar in Schweizer Franken, die historisch gesehen sicherlich wertstabiler sind. Also auch wenn du Angst hast vor Inflation oder vor Raseninflation, macht es doch auch Sinn, kurzfristige Mittel zum Teil in Schweizer Franken anzulegen. Ja, weil die kannst du auch sehr schnell wieder umtauschen in Euro. Hier kannst, wenn du sagst, okay, Schweizer Franken finde ich cool, hier kannst du natürlich wirklich sagen, ich will einen größeren Bestand an Schweizer Franken einfach über mittelfristigen Zeitraum halten, einfach für die Sicherheit. Ja, dann geht es eher in die Richtung mittelfristige Anlagen rein. Hier ganz klar, das ist keine Renditeanlage dann, sondern wirklich nur ein Sicherheitspuffer, den du dir damit einkaufst. Und dann haben wir eigentlich schon vier Punkte, vier Streuungspunkte, die dir extrem mehr Sicherheit bringen durch die Streuung. Weil wenn du einen Ausfall hast, dann kannst du jederzeit noch reagieren. Du hast durch die Schweiz, was wir für viele Kunden ermöglichen,
einen hundertprozentigen Staatsgarantie drauf. Also das Geld, selbst wenn die Bank pleite ist, wird durch das Kanton gedeckt. Das hast du bei keiner deutschen Bank. Also das ist was du wirklich super umsetzen kannst. Bei mittel- und langfristigen Anlagen, also Sachwerten, hier will ich jetzt mal Immobilien rausnehmen, aus dem Grund, weil bei den meisten Menschen ist es so, wenn sie Immobilien halten, also sagen wir mal der klassische Familienvater, dann sind die Immobilien meistens 80-90% des Vermögensbestands, machen das aus. Das ist ein unglaubliches Klumpenrisiko, was aber bei den meisten Deutschen so ist, wenn sie Immobilien haben, dass einfach die Immobilie extrem überbewertet ist mit ihrem Anteil. Ich will auf Edelmetalle und Aktien deshalb zu sprechen kommen, weil das sind ja auch Vermögenswerte, die man sinnvoll portionieren kann. Ja, da wo man sagt, okay, ich gehe 20% Edelmetalle und zum Beispiel 30-40% in Aktien rein. Ja, also da kann man ja auch die Gewichtung sehr schnell verändern. Und vor allem bei diesen Vermögenswerten hast du ja wirklich die Möglichkeit, sich schnell zu Geld zu machen. Natürlich immer mit der Gefahr eines Kursverlustes, aber Immobilie verkaufst du jetzt nicht von heute auf morgen. Also wollen wir uns Edelmetalle und Aktien anschauen. Zu Aktien natürlich auch gehören Fonds, Anleihen oder ETFs. Nämlich, wie kannst du die sicher aufbewahren? Also keiner hat da mehr so eine ausgedruckte BMW-Aktie daheim liegen, sondern die liegen alle beim Online-Broker. Und auch hier ganz einfach. Und du wirst auch wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, hey, wie kann der so einfache Sachen sagen? Mach dir dann einen zweiten Online-Broker auf. Teile deine Aktien über mehrere Online-Broker auf. 2, 3. Genauso mit deinen Bitcoins. Mach das nicht über eine Plattform, sondern über mehrere. Wobei bei Bitcoins, wenn du dich auskennst, da gibt es auch noch ganz andere Sachen zu bedenken oder zu wissen, oder du sichere deine Bitcoins auch vielleicht auf der Festplatte ab. Warum sage ich so einfache Tipps? Die sind ja wirklich einfach umzusetzen. Ich sage es deshalb, weil die Realität draußen anders ausschaut. Man müsste meinen, das ist doch logisch. Und klar ist es logisch, nur die Menschen machen es nicht. Und bei allen Punkten, die ich bisher durchgegangen bin, überprüfe mal, was alles logisch ist, und überprüfe, was du bisher selber gemacht hast. Und wenn du sagst, ich habe bisher alles gemacht, super, dann bist du aber wirklich unter den Top 15% der Anleger dabei. Also, das ist eine klare Empfehlung. Bei Gold und Silber haben wir ein ähnliches Thema, nämlich die Lagerung. Also bei Aktien ist es ja auch nichts anderes, ist wie kann ich die Lagerung schützen? Wie kann ich die Garage, wo meine Aktien drin sind, schützen? Und auch bei Edelmetallen haben wir das Gleiche. Hier sollten wir auch überlegen, wie können wir vielleicht eine zweite Garage bauen. Und ich weiß, dass ganz viele Leute die eiserne Meinung vertreten, Edelmetalle daheim zu haben, Edelmetalle daheim einzugraben, dass wenn die Welt zusammenbricht, du beim Bäcker Brötchen kaufen kannst. Ich persönlich halte dieses Szenario für bedingt durchdacht. Edelmetalle daheim zu haben, macht auf jeden Fall Sinn. Brauchen wir überhaupt nicht reden, aber dann müssen wir wissen, Edelmetalle sind dann der Notgroschen. Notgroschen ist dann keine Vermögensschutzstrategie, keine Renditestrategie, sondern ausschließlich eine Lebensversicherung. Ja, das muss uns bewusst sein. Und das ist auch in Ordnung. Edelmetalle daheim zu haben, sicher gelagert, optimalerweise in einem Tresor, ist eine super Sache. Und hier noch ein paar Worte zu diesem Szenario, ja, wenn die Welt zusammenbricht, habe ich meine Edelmetalle. Die Menschen, glaube ich, machen es sich da zu einfach. Die glauben, wenn die Welt zusammenbricht, dass ihnen dann Edelmetalle das Leben retten. Das glaube ich persönlich nicht. Wenn es zu einem globalen Stromausfall kommt, dann ist ja eher die Frage, was passiert mit unserem Trinkwasser? Was passiert mit der Nahrung, wenn die Lieferketten zusammenbrechen? Was passiert, wenn es vielleicht kein Öl mehr gibt? Ja? Also diese wirklichen Horrorszenarien, die viele Menschen dazu bewegen, Edelmetalle daheim zu lagern, die sind ja auch gerade 2021. Ich halte es nicht für super realistisch, aber sie sind möglich.
Und dann zu sagen, ich kaufe mir Edelmetalle und kümmere mich um den Rest nicht, das finde ich dann bedingt sinnvoll. Weil, wenn ich wirklich davon ausgehe, dass die Welt zusammenbricht, dann muss ich mich auch um die Wasserversorgung kümmern. Dann muss ich mich darum kümmern, wie ich selber Strom irgendwie erzeugen kann. Muss ich mich kümmern, wie schaut die Lebensmittelversorgung aus. Also muss ich ja wirklich auch mal durchaus 15.000, 20.000 Euro in die Hand nehmen, um ein Krisenset, ja, mich vorzubereiten. Edelmetalle sind dann wahrscheinlich nice to have und gehören dann als Teil dazu, aber Edelmetalle alleine werden dich in so einem Krisenszenario, wie viele das haben, nicht retten. Das ist eine ganz klare Aussage, ganz klare Meinung von mir. Ich kann diese Szenarien in meinem Kopf haben, ich kann es für realistisch halten und ich kann mich darauf vorbereiten. Aber sich nur mit Edelmetallen vorzubereiten, ist dann einfach nicht weit genug gedacht. So, die meisten Anleger sagen aber gut, diese Gefahren gibt es möglicherweise, aber ich gehe davon aus, dass die Welt jetzt nicht von heute auf morgen zusammenbrechen wird. Und dann sollten wir uns trotzdem überlegen, ist es sinnvoll, alle Edelmetalle daheim zu lagern? Es gibt auch hier eine ganz klare Empfehlung, nämlich Edelmetalle auch aufzusplitten, nämlich welche daheim zu lagern und einen zweiten Lagerort zu wählen. Beispielsweise in einem Zollfreilager. Optimalerweise in der Schweiz. Warum? Weil du hier ja auch wieder eine Diversifikation, eine Streuung hast. Und dann gibt es die Leute, hey, ich will mein Gold besitzen, das will daheim, das soll kein anderer haben. Naja, aber ganz ehrlich, wie ist denn das mit deinen ETFs und Aktien? Die besitzt du ja auch nicht daheim. Also diese Angst, dass wenn ich Edelmetalle nicht daheim habe und nicht anfassen kann, dass dann Schindluder damit getrieben wird. Ich meine, das kann ich schon haben. Aber die gleichen Leute besitzen doch Bankguthaben. Die geben ihr Geld der Bank, wo sie wissen, dass es ein 100%iges Ausfallrisiko gibt. Die geben ihr Geld irgendeiner Riester-Rente, Riester-Versicherung. Die haben ihre Aktien bei einem Aktienbroker. Ja, also dieses Argument, Edelmetalle physisch daheim lagern zu haben, weil ich niemandem traue, dann darf ich auch kein Bankkonto haben, dann darf ich keine Online-Broker haben, ja, dann darf ich eigentlich nichts haben. Und die Frage ist, ob das so sinnvoll ist. Stattdessen machen es viele unserer Kunden so, sie haben Edelmetalle daheim, einen guten Bestand, und haben aber einen größeren Bestand, meistens so zwei Drittel, in einem Zollfreilager oder Hochsicherheitslager gelagert. Weil sie hundertprozentige Eigentümer der Edelmetalle sind, durch die Zuordnung von Barren. Das heißt, das ist dann Sondervermögen, auch wenn der Einlagerer oder der Edelmetallhändler pleite geht. Das ist wie bei Aktien, beim Online-Broker. Wenn der Online-Broker pleite geht, ist das Sondervermögen. Das heißt, die verwahren das nur, die passen nur darauf auf. Also die stellen die Garage zur Verfügung. Und nichts anderes ist bei Zollfreilagern. Das ist deine Ware und der Edelmetallhändler mit den Sicherheitsfirmen, die stellen die Garage für dich zur Verfügung. Der Vorteil ist, die Edelmetalle daheim sind in den meisten Fällen nicht versichert. Oder bei gewissen Hausratversicherungen nur zum gewissen Teil. Und die Frage ist ja dann auch, ja, wenn das Zeug nicht versichert ist, und du hast einen Einbruch, naja, hast du einfach wieder dieses Klumpenrisiko dabei. Das heißt, optimalerweise hast du einen Teil deiner Edelmetalle in einem Zollfreilager. Sicher beschützt, zu 100% versichert, hundertprozentiger Eigentumsübertrag mit der Möglichkeit, diese Edelmetalle jederzeit ausliefern zu lassen. Der nächste Punkt hier ist, dass viele Edelmetallhändler, zum Beispiel auch die OWES, mit der wir zusammenarbeiten, Edelmetalllager in der Schweiz haben. Was ist das für ein Vorteil? Du streust damit deine Anlagen nicht nur in den Assetklassen, nicht nur in den Garagen, sondern auch geografisch. Das heißt, Edelmetalle in der Schweiz sind in der Schweiz. Das heißt, in der Schweiz greifen europäische Regeln nicht. Ja, das ist ein anderer Rechtsraum. Das heißt, du streust deine Edelmetalle, deine Vermögenswerte auch geografisch. Und das macht immer Sinn. Deshalb macht auch ein Bankkonto in der Schweiz Sinn. Total, weil du dadurch streust. Geopolitisch und in Vermögensklassen. So, und jetzt zusammenzufassen zum Schluss. Was du hier siehst, ist ziemlich einfach. Überhaupt keine große Kunst.
Und dir ist auch vollkommen klar wahrscheinlich, dass es Sinn macht, sowohl Edelmetalle, Aktien, hier mindestens zwei Garagen zu haben. Dass du bei kurzfristigen Anlagen wirklich darüber nachdenkst, zwei Banken zu nehmen, Bargeld daheim zu haben und optimalerweise auch geopolitisch deine kurzfristigen Anlagen zu streuen, also zum Beispiel in der Schweiz zu lagern. Und das ist jetzt was, was ich dir mitgeben will. Überprüf doch mal für dich, was hast du bereits umgesetzt. Kommentiere das gerne unten in die Videos rein. Hier einfach mal eure Kommentare, würde mich interessieren. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dieses Audiotape, dann gib dem Video ein Like. Teile es mit den Freunden, die vielleicht noch aufwachen müssen, die so einen Input brauchen. Und abonniere den Kanal. Und ganz zum Schluss mit der Einleitungsphrase will ich beenden. Nämlich, wer streut, der rutscht nicht. Speziell 2021, 2022. Bis zum nächsten Mal, dein Benedikt Hausler. Ciao.